So, es geht in die nächste Tür hier bei Let's Play Tomb Raider 4 The Last Revelation im Levelabschnitt der Tempel im Tal. Und Mensch, zwei Steinchen haben wir schon geholt, eingesetzt, pipapo, alles fertig. Es geht jetzt auf zum dritten Steinchen und ich erwarte wieder Fledermäuse und da hatte ich nicht Unrecht. So. Scheint aber auch schon tot zu sein. Und gucken wir. Nein! Was machst du denn? Lara, also sowas. Nee, ich war das nicht. Ich war das nicht. Wie geht denn das da drüben? Okay. Nochmal. Geradeaus jetzt? Ja? Okay. Das sah komplizierter aus, als es ist. Okay, wenn wir jetzt hier mal gucken. Ein Weg. Zwei Weg. Drei Weg. Ich hasse es, aber wir gehen wieder erst links lang. Natürlich mit einer Fackel. Langsam habe ich diese. Ich warte, ich kriech noch mal kurz zurück. Wir sind erst solche Labyrinthe schwimmen und jetzt auch noch kriechen. Ich hasse kriechen. Oh. Das ging schnell. Das ging ja sehr, sehr schnell sogar. Ich dachte, ich muss jetzt übelst Wege suchen. Und jetzt habe ich das Ding schon. Ist ja geil. So, wie heißt das denn diesmal? Da, da, da. Stein des Maat. Okay. Stein des Maat. Okay, das war easy. Nein! Nö. Meh. Mu. Zu easy, oder? A little bit too easy. Ich weiß nicht, aber wir haben's. Und das ist. Nein! Och, was mache ich denn heute nur? Leute, ich bin jetzt so glücklich, dass ich das schon habe. Dass ich das schon hingekriegt habe. Ich dachte jetzt, wir müssen wieder ewig suchen. Nicht, dass wir nachher nochmal hierhin zurück müssen oder sowas. Ah, ja, natürlich müssen wir nochmal zurück, liebe Leute. Natürlich müssen wir nochmal zurück. Ist ja logisch. Wir kommen ja noch gar nicht wieder zurück. Okay, dann gehen wir mal geradeaus. Och, dann müssen wir ja doch noch weiter kriechen. Na, seht ihr, Leute? Zu früh gefreut. Was ist denn das hier? Das sind ja Holzbretter. Oh Gott. Ups. Das lasse ich mal unkommentiert, okay? Alles klar. Gehen wir halt mal in die andere Richtung. Also nicht auf die Holzbretter. Warte mal, vielleicht geht's auch unter irgendwelchen Holzbrettern weiter. Hab ich's doch gewusst. Ah, für einen Granatwerfer. Okay. Okay. Für einen Granatwerfer. Ein Secret. Ein Secret-Granatwerfer. Ist ja geil. Ist gerade verdammt dunkel. Aber, naja. Ich hoffe, dass man jetzt noch was erkennen kann. Ich glaube nicht. Ich gehe einfach mal wieder zurück. So. Und ja, jetzt gehen wir mal links lang. Ah, hier ist gleich wieder so ein Holzweg. Na gut.
Dann halt doch nicht. Ja, Stein Smart, genau. Speichern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das Secret Tool mitgenommen haben, also ob wir danach nochmal gespeichert haben. Weiß jetzt gar nicht. Ich gehe mal hier lang. Gefällt mir jetzt alles nicht so wirklich, ne? Ich speichere mal, aber auf einem anderen Slot und gucke mal. Ups. Ja, das war wohl nix. So, wir laden. Und oh, dieses arschlangsame Kriechen und dann noch die beschissene Steuerung und dann geht auch noch die Fackel aus. Ah, hier ist der Hebel. Okay, cool, wir kommen wieder zurück. Ist ja cool, ist ja cool. Ist ja geil. So, dann gehen wir jetzt den roten, ne? Rot war es, glaube ich. Den roten Stein einsetzen. Und dann versuchen wir noch die nächste Kombination rauszufinden. Obwohl ich glaube, dass ich die nicht rausfinde. Na gut. Wird schon schief gehen, wa? So. Ups. Upsi. Nein. Das war falsch. Och Mann. Leute. Nein. Auch falsch. Scheiße. Entschuldigung. Bin gerade ein bisschen. Summer. Jetzt reicht's aber. Lara. Lara. Na, was war das denn jetzt bitte? So, rüber jetzt. So, dann meinetwegen hier, stell dich an die Wand, schäm dich ein bisschen, speichern und hüpfen darüber. Rutschen hier runter, gehen da raus. So, setzen ein den roten Stein. Hat sie sogar gereimt, ist ja cool. So. Ach ja. Irgendwie mag ich das Level nicht. Aber kann ja nicht nur schöne Level geben, ne? Was heißt, kann ja nicht nur schöne Level geben? Es könnte ja einfach mal ein schönes Level geben. Macht ja trotzdem Spaß, ne? So ein bisschen verzweifeln. So, rot haben wir. Stein des Maat. Setze ein, den Stein des Maat. So. Wieder zurück. Der Stein des Maat ist eingesetzt. Und jetzt heißt es, find the next combination oder was weiß ich. Wie schon gesagt, ich kann kein Englisch. Okay. Zur Information. Dieses Tor muss ich jetzt öffnen. Das hier, geradeaus. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Kombination wir schon hatten und welche nicht. So. AIQ. So, womit haben wir dieses jetzt geöffnet? Mit IAQ, ne? Glaube ich. Also mit Federn. Dreieck, Vogel. Vogel, Dreieck, Federn. Warte mal, wenn ich jetzt Federn, Dreieck, Vogel mache. Das war doch die allererste Kombination, die wir rausgefunden haben. Und die hat doch nicht funktioniert. Das hat doch nur dieses Tor zu den Fallen geöffnet oder so, ne? Zu diesem Tor, was nichts gebracht hat.
Habe ich davor gespeichert? Ah ne, das Tor ist jetzt offen. Ist ja cool. Okay. Dann haben wir die nächste Kombination schon gefunden. Und ihr wisst ja, was jetzt kommt. Wie es da weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge und so. Ne, kennt ihr ja alles schon. Bis dahin, ciao.